Ja, vielen, vielen Dank, Ishraga. Ja, ich werde noch jetzt kurz was dazu sagen aus meiner Perspektive Netzwerk Afrique Europe Interact und Projekt Alarm Phone Sahara. Ja, wie ihr schon angedeutet habt, jetzt am Beispiel der Kooperation zwischen den EU-Staaten und dem sudanesischen Regime unter Omar al-Bashir im Rahmen des Khartoum-Prozesses. Wird der europäische Grenzpolitik zunehmend ausgelagert auf afrikanische Staaten, die in die Pflicht genommen werden, Menschen an der Flucht oder an der Migration Richtung Europa zu hindern. Ja, ich möchte jetzt auch sagen, genau, wenn hier bei dem EU-Afrika-Forum am Montag und am Dienstag hier so getan wird, als wäre es alles ganz toll, alles super partnerschaftlich auf Augenhöhe, dann sollten wir uns auch vor Augen führen, also was soll für eine Partnerinnenschaft auf Augenhöhe möglich sein, wenn zum Beispiel für fast alle Menschen aus afrikanischen Ländern es mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit ist, auf einem normalen sicheren Weg nach Europa zu kommen. Ich kann aus eigener Erfahrung aus Mali, Burkina Faso, Niger, Togo sagen, die europäischen Botschaften dort sind wie ausgebaute Festungen, wo es für die meisten Menschen ein Ding der Unmöglichkeit ist, mittlerweile ein Visum zu bekommen. Und genau das ist eigentlich überhaupt der Hintergrund. Wenn das nicht der Fall wäre, würden nicht viele tausende junge Menschen aus afrikanischen Ländern in der Wüste und im Meer sterben. Ja, unser im Rahmen des Projekts Alarm von Sahara arbeiten wir zusammen mit Menschen wie Ibrahim Manso Diallo aus Agadez in Niger. Agadez in Niger ist eine Stadt, die ganz zentral im Fokus des Grenzregimes der europäischen Staaten aktuell steht. In den Niger werden Millionenbeträge an EU-Geldern und auch im Rahmen bilateraler Abkommen geschickt, zum Zweck, den Niger auszubauen als ein Bollwerk der Abschottung gegen Flucht und Migration aus afrikanischen Ländern. Ibrahim Manso Diallo hat es bei verschiedenen Konferenzen, die er in letzter Zeit hier in Österreich und in Deutschland abgehalten hat, immer wieder betont, die Grenze der EU-Staaten verläuft mittlerweile gar nicht mehr im Mittelmeer, sondern sie verläuft mit durch den Niger in Agadez. Über die tödlichen Folgen dieser Politik kann auch hier in dem Reader, den ich mitgebracht habe, noch nachgelesen werden. Den gebe ich Ihnen im Anschluss gerne. Es ist so, Niger als ein Land, durch das viele Menschen in den letzten Jahren durchgereist sind, auf dem Weg nach Norden, teilweise auf dem Weg weiter Richtung Europa, wird seit in etwa 2015 verstärkt in die Pflicht genommen, zuzumachen und Menschen an dieser Reise zu hindern. Es wurde auf Einwirken der EU-Staaten im Niger 2015 ein Gesetz verabschiedet, das zu massiv verschärfter Kriminalisierung führt von Menschen, die mit Autos Migranten und Migrantinnen und flüchtende Menschen durch die Wüste transportieren und unter dem Vorzeichen dieser vermeintlichen Schleppereibekämpfung, es hat zu nichts anderem geführt, als dass die Reise durch die Wüste ungleich viel gefährlicher, ungleich viel tödlicher geworden ist als früher. Es ist nicht mehr möglich für Menschen durch den Niger auf normalen Straßenverbindungen durchzureisen bis an die algerischen und libyschen Grenzen, sondern weil auf den normalen Durchgangsstraßen und an den Stellen, wo Brunnen sind, wo sich früher Menschen auf der Durchreise mit Wasser versorgen konnten, dort stehen jetzt auf Einwirken der EU Militärposten. Dort ist kein Durchkommen mehr
für Autos, wo Migranten und Migrantinnen und flüchtende Menschen an Bord sind. Die Folge ist nicht, dass Leute nicht mehr durch die Wüste sich auf den Weg machen würden. Die Folge ist vielmehr, die Autos nehmen weit abgelegene Routen, wo keine normalen Straßen existieren, wo, wenn man dort eine Reifenpanne hat, man hoffnungslos verloren ist. Und genau das ist eine Migrationsverhinderungspolitik, die Menschen nicht nur im Mittelmeer, sondern eben auch in der Wüste tötet. Ich möchte auch daran erinnern, also es gibt ja sehr wohl zwischen afrikanischen Staaten eigentlich Bestrebungen einer zunehmenden Vereinigung, eigentlich Grenzen zu öffnen, mehr Austausch, mehr Reisefreiheit zwischen afrikanischen Staaten zu ermöglichen im Interesse der dortigen Bevölkerungen. Genau solche Bemühungen werden systematisch torpediert durch die Politik der EU-Staaten, die ganz primär auf Migrationsverhinderung abzielt. Also die EU-Staaten schließen nicht nur ihre eigenen Grenzen, sie schließen auch die Grenzen zwischen afrikanischen Ländern. Sie brechen bestehende Verträge zwischen afrikanischen Ländern. Also zum Beispiel, dass die westafrikanische Staatenunion ECOWAS eigentlich seit Jahren Reisefreiheit für ihre Bürgerinnen und Bürger zusichert. Genau diese Reisefreiheit wird durch das Einwirken der EU-Staaten zunehmend untergraben. Also es ist eigentlich nach internationalem Recht und unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten ein skandalöser Vorgang, der da passiert. Ja.